Die erste Sektion geht über Lernfähigkeit, die Lernfähigkeit des Schülers. Wie bekommt man die beste Lernfähigkeit hin? Eines Individuums Lernfähigkeit oder die Fähigkeit, etwas von einem anderen Lehrenden zu erlernen, hängt extrem von der Offenheit oder Geschlossenheit des Geistes des Lernenden ab. Niedrige Lernfähigkeit kommt von Arroganz und starrer Skeptik, aber auch von Leichtgläubigkeit und Naivität. Hohe Lernfähigkeit erreicht man durch eine Balance von gesunder Skeptik und einem offenen, lern- und veränderungswilligen Geist. Wir brauchen also keine starre Skeptik, die alles ablehnt, noch Leichtgläubigkeit oder Naivität, die einfach alles glauben, was sie hören. Wir sollten hier einen gesunden Mittelweg finden. Dies ist die Glockenkurve des Lernfähigkeitsindex. Unten ist der Zustand des Schülers. Von links arrogant über zynisch, vertrauend, leichtgläubig zu naiv. Am meisten lernt man in der Mitte, dort ist die Kurve am höchsten. Das bedeutet, dass man etwas skeptisch und ebenso vertrauend ist. Man kann also einen Gedanken im Kopf halten, ohne ihn sofort zu glauben oder ihn abzulehnen. Es bedeutet, dass man die Informationen mit einem offenen Geist aufnimmt, aber auch mit gesunder Skeptik betrachtet. Genau diesen Geisteszustand wollen wir versuchen, über die Dauer des Seminars zu halten. Wenn man aber im Bereich der starren Skeptik bzw. Arroganz ist, bzw. der Leichtgläubigkeit oder Naivität bleibt, wird man nicht viel aus diesem Seminar lernen. Wir wollen also an der Spitze und Mitte der Kurve sein und bleiben. Menschen sollten die Quellen ihrer Informationen mit großer Sorgfalt betrachten. Denn durch die Weigerung, bestimmte Informationen zu präsentieren und indem man die Leute beeinflusst, bestimmte Informationen als unwichtig oder unbedeutend wegzulassen, kontrollieren viele menschliche Institutionen wie die Medien oder die sogenannte Erziehungsmaschinerie die menschliche Wahrnehmung, oder wenn wir das Kind beim Namen nennen wollen, Gedankenkontrolle, und damit begrenzen sie das Wissen, was ein Mensch verstehen kann. Und wenn sie das Wissen begrenzen, was ein Mensch verstehen kann, begrenzen sie, was er machen, benutzen, verändern und was er in der Welt erschaffen kann. Man sollte neuen Informationen erstmal skeptisch gegenüber sein. Daher sage ich den Leuten direkt am Anfang, glaubt mir nicht, prüft es selber nach. Eigene Nachforschung und Introspektion sind wichtig, um feststellen zu können, ob diese Informationen mit der Wahrheit übereinstimmen. Jeder hat diese intuitive Fähigkeit. Man muss sie aber aktivieren und nutzen. Wenn jemand aus der Perspektive von menschlich institutionalisierten Bereichen, soll heißen politische Ansichten oder Organisationen, aus dem Bereich der organisierten Religion und Wissenschaftshörigkeit, also nicht echter Wissenschaft, sondern Pseudowissenschaft, kommt, könnte es schwierig werden. Mit Wissenschaftshörigkeit meine ich diese starre Skeptik, die alles andere unglaubwürdig macht, was nicht mit den wissenschaftlichen Dogmen übereinstimmt. Rigidly skeptical belief systems that blot out anything
that could possibly say anything to the contrary of their pre-existing beliefs. I call that scientism. Okay? And of und die New Age-Bewegung kann man im Grunde zu Religion dazuzählen. Es ist für die, die bei den normalen Religionen nichts gefunden haben als Alternative. Bitte glaubt nicht, dass dieses Seminar irgendetwas mit diesen Glaubenssystemen zu tun hat. Es hat nichts mit diesen Kisten zu tun, die Bewusstsein und Wahrnehmung zurückhalten. Diese Präsentation wird diese Kisten kaputt machen und bewegt sich außerhalb dieser Kisten. Viele Institutionen geben einem eine Kiste und sagen, alles außerhalb ist nicht von Interesse für dich, lass die Finger davon. Genau damit werden Gedanken schon kontrolliert. Einer der größten Begrenzer für menschliches Bewusstsein, Wahrnehmung und letztendlich Verhalten ist Geld. Wenn die anderen Religionen nicht mächtig genug für dich sind, hier ist die stärkste aller Religionen, die ultimative Religion, der Gott dieser Welt. Okay? So, what I'm basically saying here is if you're already in a mindset, wenn man also die Realität erfahren will und man sie aus einer dieser Perspektiven aussucht, wird man schwer enttäuscht werden von dem, was man hier heute hört. Or the exploration of reality from any of these perspectives, you will be sorely disappointed. Denn das Wissen, was ich präsentiere, ist weit außerhalb dieser Kisten für das Bewusstsein. Institutional limiters for consciousness. Okay?